Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute vergleichen wir mal alle Knallbombenrohre und wir schauen einfach mal, welcher der beste ist. Wir haben hier zuerst von Depifac den Lukas. Dann haben wir hier von Panda den Defender, in diesem Fall den Defender 1. Dann haben wir von Lidl, Top-Neuheit 2015, den Flashbang. Dann haben wir das Original, den Flashing Thunder von Weco. Dann haben wir von Leslie den Thunder Kong Max. Von Jorge den Thunder King. Und wahrscheinlich der beste, der Nico Flashbang. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Test. So, jetzt testen wir einmal so ziemlich jedes Bombenrohr, was es aktuell auf dem deutschen Markt gibt. Also, wir fangen an mit dem Flashbang aus dem Lidl. Und schauen wir mal, was der so kann. Sehr ordentlich für die Größe. Und wir machen weiter mit dem Original, den Weco Flashing Thunder. Schauen wir mal, ob der irgendwie anders ist als der aus dem Lidl. Flashing Thunder. Ich würde fast sagen, ein Tick lauter. Und wir machen weiter mit dem Defender, in dem Fall ist es der Defender 1. Weiter geht's mit dem Thunder Kong Max. Mit der geringeren NEM, also mit dem reinen Salut. Lauter als der Flashing Thunder. Weiter geht's mit dem Lukas von Depifac. Schauen wir mal, was der so kann. Am lautesten bis jetzt. Weiter geht's mit einer Neuheit aus diesem Jahr, dem Jorge Thunder King. Schauen wir mal, ob der den Depifac Lukas übertreffen kann. Deutlich lauter. Und zum Schluss der wahrscheinlich lauteste im ganzen Test, der Nico Flashbang. Schauen wir mal, ob der wirklich lauter ist als ein Thunder King. Und wenn ja, wie viel? Der war noch mal um einiges lauter. Nico Flashbang hat klar gewonnen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!